Das Spitzenspiel könnte für beide Vereine ein Meilenstein in der Meistergruppe werden. Zweiter Sturm Graz will im Heimspiel gegen Rapid nicht patzen, um im Meisterschaftsrennen den Druck auf Tabellenführer Salzburg aufrechtzuerhalten. Auch für den Sonntag hat sich Rapid einiges vorgenommen. 3 Punkte in Graz wären für den viertplatzierten Wiener im Europacup-Rennen Big Points, doch Sturm hätte bei einer Niederlage 11 Punkte verloren. Jetzt kommt der Endspurt. Und der beginnt mit einem richtigen Knall. Auch Zoran Barisic freut sich auf die letzten 10 Spiele. Alle Top-Teams sind zum ersten Mal dabei, ohne die anderen vor den Kopf stoßen zu wollen, sagte Rapids Coach. Jedes Spiel ist ein Finale, es ist eng. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du natürlich über die Grenzen gehen, um Glück auf deine Seite zu bringen. Misserfolge auf beiden Seiten. Der zweite Sturm liegt 3 Punkte hinter Salzburg und 5 vor dem LASK. Trotz Punkteteilung liegt Rapid 8 Zähler hinter Sturm. Während Sturm in der regulären Spielzeit gegen die folgenden Meistergruppenteilnehmer 20 von 30 möglichen Punkten holte, waren es bei den Grün-Weißen nur 7. Bis auf 2 Spiele 11 gegen Salzburg und 12 beim LASK sei immer mehr möglich gewesen, bilanzierte Barisic in der Länderspielpause. Auch gegen Sturm, als man in der 92. Minute zu Hause nach Führung 12 und auswärts 0-1 verlor. Verzichten muss Sturm auf Verteidiger Gregory Wüthrich und Jakob Janscher. William Böwing trainiert mit der Mannschaft, ist aber noch kein Thema für den Spielkader. Gleiches gilt für Rapid für Ferdi Druif und Nicolas Kühn. Thorsten Schick und Martin Koschelnik sind fit und bescheren Barisic ein Überangebot auf der rechten Außenbahn. Im Duell mit Salzburg in Graz ist Schluss mit allzu nobler Zurückhaltung, zumindest auf der Tribüne. Geschichte liegt in der Luft. Die Unwetterverantwortlichen vermeiden es weiterhin, Salzburg offiziell den Krieg zu erklären. Dabei zu sein, wenn der große Favorit schief geht, bleibt oberste Priorität. Es ist schön, wenn wir die Fans zum Träumen anregen können, sagte Ilzer, um zu betonen, es ist extrem wichtig, Ablenkungen von uns fernzuhalten. Kapitän Stefan Hierländer weiß, dass vieles gut laufen muss, damit wir zu Salzburg aufschließen können letzten Runden. Das sagte Hierländer kürzlich im Podcast Black FM @. Rapid hat die Derby-Enttäuschung abgeschüttelt. Mit Rapid wartet ein potenzieller Stolperstein auf den Salzburger Jäger. Der Sieger des traditionellen Duells trug fast immer schwarz und weiß. Sturm ist gegen Rapid seit 8 Spielen bei 5 Siegen ungeschlagen. Barisic räumte ohne Zögern ein, dass die Grazer in ihrer rasanten Entwicklung etwas vorn haben. Sie haben es geschafft, die wichtigen Spieler über einen längeren Zeitraum zu halten. Das ist ein wesentlicher Aspekt für die Entwicklung der gesamten Mannschaft. Sie sind uns voraus, Fußballphilosophie. Die beiden Clubs könnten in den kommenden Wochen sogar 3-mal aufeinandertreffen. Wenn Sturm und Rapid ins Pokalfinale einziehen. Rapid will die Enttäuschung über das klar verlorene Stadtderby gegen Österreich abgeschüttelt haben. Die Rede war hart, wir waren klar und ehrlich in unserer Analyse, sagte Barisic nach dem Ärger über nicht gezeigte Grundlagen. Der fitte Außenstürmer Thorsten Schick vermutete nach der zuvor überwundenen Drucksituation einen Druckabfall, die Qualifikation für die Meistergruppe. Das offizielle Ziel von Rapid bleibt internationale Qualifikation, die für Top 4 festgesetzt ist,